Himmelstheater mit schnell wechselnder Dramatik. Wolkenkulissen, geschoben vom Wind, der sich über das Meer ungebremst seinen Weg zur Küste der Normandie bahnt. Ungezügelte Natur, von Malern wie Claude Monet neu in Ausdruck, Technik und Farbe interpretiert. Schroffe Klippen, Felsbarrieren, im wechselnden Licht einer launischen Sonne. Der Impressionismus wurde der Natur ebenso gerecht wie dem mondänen Leben vor den Toren von Paris. Die betuchte Großstadtgesellschaft entdeckte im 19. Jahrhundert gemeinsam mit den Malern die Schönheit der normannischen Küste. Man reiste bevorzugt an das raue, markante Land am Meer im Norden Frankreichs. Das Felsentor bei Etretat wurde zum Sinnbild, oft gemalt und unzählige Male fotografiert. Hinzu kamen die Sandstrände rund um Deauville, die sich im Sommer zu Bühnen der feinen Gesellschaft wandelten. Die Mischung aus Casino und Badevergnügen erwies sich als Erfolgsrezept. Adel und Jetset aus England okkupierten die Strände. Ganz anders das Gesicht der Normandie im Westen. An der Grenze zur Bretagne wird die Küste schroffer und urtümlicher. Entlang der Calvados-Küste rosten die Erinnerungen an die düstere Zeit von Besatzung und Krieg, unter der dieser Landstrich auch in früher Geschichte so oft zu leiden hatte. Schon immer auch fruchtbares Agrarland, versorgt die Normandie die Hauptstädter mit Lebensmitteln. Der Bauch von Paris gibt sich weiterhin traditionell ländlich. Im hügeligen Hinterland weiden vor allem Kühe auf sattgrünen Wiesen. Weitläufige Apfelbaumplantagen beherrschen die Landschaft, aus deren Früchten der Calvados gebrannt wird. Früher als in anderen Teilen Frankreichs schlug hier das Christentum seine Wurzeln. Gefördert von den merowingischen und karolingischen Königen, drang ab dem 10. Jahrhundert der Einfluss der Klöster bis tief ins französische Kernland. Der mythische Klosterfelsen Mont Saint-Michel ist weithin sichtbares Zeichen der missionarischen Energie, deren Spuren die gesamte Normandie durchdringen. Das Blumenparadies Giverny vor den Toren von Paris. Bis auf 80 Kilometer nähert sich hier die Normandie der Metropole. 1883 mietete sich der damals unbekannte Pariser Künstler Claude Monet in dieses Landhaus ein. Den Garten verwandelte er über die Jahre in ein detailliert durchdachtes Freiluftatelier. Angetrieben von einer leidenschaftlichen Schaffenskraft, stand er von früh bis spät vor seinen Staffeleien. Meist malte er an mehreren Werken gleichzeitig. Zu einer Zeit, als die Gesellschaft gerade die Wunder der Technik vergötterte, wandte er sich der Schönheit der Natur zu. Dabei war er wie besessen vom Licht der Normandie, das sich unter den schnell ziehenden Wolkenvorhängen ständig wandelt. Das scheinbar Unmögliche reizte ihn. Mit dem Pinsel das schwerelos als Wasserspiegelung tanzende Licht einfangen, die Konturen auflösen, weg von der reinen Gegenständlichkeit. Monet wurde zum wichtigsten Geburtshelfer des Impressionismus. Anfangs erntete seine neue Interpretation bei den Ateliermalern der Pariser Akademie nur Spott. Doch Monet ließ sich vom Hohn der etablierten Künstlerwelt nicht beirren. Wie ein Besessener perfektionierte er die Technik des kurzen Pinselstrichs. Seine stärkste Motivation war dabei sein eigener Anspruch. Einem Freund schrieb er, die Schönheit der Luft malen, das ist das Unmögliche, wenn ich mich doch mit dem Möglichen begnügen könnte. Der Wassergarten, eine Hommage an seine Liebe für die japanische Kunst, inspirierte ihn zu unzähligen Motiven. Seine heute weltberühmten Seerosen- und Liliengemälde beschäftigten ihn bis an sein Lebensende. Er starb, von der Kunstwelt inzwischen hochgelobt, im Dezember 1926.
Sein Anwesen ist heute ein Pilgerziel für Kunstfreunde, auch wenn seine berühmten Seerosenbilder nicht hier, sondern überwiegend in Paris ausgestellt sind. Seine Motive aber treiben jedes Jahr in Giverny neue Blüten, zur Erbauung der zahlreichen Besucher. Mit der Seine als Wegbegleiterin geht es tiefer hinein in die Haute Normandie. Befreit vom Betonbett der Hauptstadt, hat sich der Fluss seinen Weg zum Meer durch das weiche Kreidegestein gegraben. Nur wenige Brücken verbinden die Ufer, wie schon im Mittelalter ermöglichen Fähren die Überfahrt. Burgtürme flankieren den Wasserweg, einst wichtige Verkehrsader. Damals trieb der Fluss noch zahlreiche Mühlen an. Sie malten Weizen, der in der Umgebung reichlich geerntet wurde. Auf dem Flusslauf wurde das Mehl bis nach Paris transportiert, um dort König, Bürger und Bettler zu nähren. Die alte Flussmühle bei Vernon hat schon lange ausgedient. Die zugehörige Brücke hat die periodisch anschwellende Seine fortgerissen. Ihr begradigter Strom trägt heute seetüchtige Frachter bis nach Rouen. Der Seine verdankt die Hauptstadt der Haute Normandie auch ihren Reichtum. Die Schiffe der Stadt folgten, wie die Kaufmannsleute stolz verkündeten, der Sonne rund um die Erde. Die reichen Einnahmen bescherten den Bürgern unzählige architektonische Prunkstücke. Die Kathedrale der Notre-Dame von Rouen steht für eine einheitliche französische Spätgotik. Nach ihrem Einsturz 1432 sorgten reichlich fließende Steuereinnahmen für einen raschen Neubau. Der Legende nach wurde der Fassadenschmuck des Butterturms über einen kulinarischen Ablasshandel finanziert. Gegen einen Obolus durften sich die Gemeindemitglieder auch in der Fastenzeit Butter aufs Brot schmieren. Zu jener Zeit wütete der Hundertjährige Krieg. Der englische Regent in Frankreich, der Herzog von Bedford, sorgte für die Verurteilung der dramatischen Heldin Jeanne d'Arc. Seit 1979 überspannt eine Zeltdachkirche den Platz, an dem sie den Flammentod starb. Zwischen Ruinen weist ein Schild auf dem mittelalterlichen Boden hin. Dahinter soll der Scheiterhaufen gewesen sein. Erst 1920 wurde La Pucelle heilig gesprochen und zur Schutzpatronin Frankreichs erhoben. Heute steht ihre Statue in fast jeder französischen Kirche. An die Außenmauer der Jeanne d'Arc-Gedächtniskirche grenzt, wie schon vor 500 Jahren, der Vieux Marché, der alte Markt. Umringt von rekonstruiertem Fachwerk und frei vom Autoverkehr strahlt hier Rouens mittelalterlicher Glanz. Auch diese reiche Stadt blieb von der Pest nicht verschont. Der Hêtre Saint-Maclou gehört zu einem der letzten noch erhaltenen Pestfriedhöfe. Die Toten wurden im Innenhof bestattet, ihre Knochen später in den Beinhäusern gestapelt. Wo die Seine am Ende ihres mäandernden Laufs in den Atlantik mündet, liegt Le Havre. Über Jahrhunderte ein europäischer Auswanderungshafen, verbunden mit der Hoffnung auf ein neues Leben jenseits des Atlantiks. Am 6. September 1944 war es damit für immer vorbei. Besetzt durch die Wehrmacht war Le Havre für Deutschland ein wichtiger Umschlagplatz für kriegswichtige Güter. Englische Bomber machten den Stadtkern in 2 Tagen dem Erdboden gleich. Die komplette Infrastruktur der Hafenstadt wurde vernichtet. Ihr Zentrum war ein rauchendes Trümmerfeld. Eine Rekonstruktion schien aussichtslos. Die französische Regierung gab dem Architekten Auguste Perret den Auftrag, die Stadt nach einem Masterplan neu zu errichten. Weil Baumaterial knapp war, machte Perret die Not zur Tugend. Die Trümmer der Ruinen ließ er zu Sand zermahlen, allerdings streng getrennt nach den jeweiligen Farben. Daraus wurde getönter Beton gemischt, der den neuen Gebäuden unterschiedliche Färbung gab. Sein Werk traf nicht jedermanns Geschmack,
zählt heute aber zum UNESCO-Weltkulturerbe. Knapp 20 Kilometer weiter nach Osten führt der Weg an die Alabasterküste. Im Lauf der Jahrtausende hat hier das Meer bizarre Skulpturen aus dem mächtigen Kreidefelsen gespült. Die 50 Meter hohe Felsnadel namens Aiguille wurde zusammen mit der Porte d'Aval zum unverwechselbaren Wahrzeichen des Badeortes Etretat. Wenn ich einem guten Freund zum ersten Mal das Meer zu zeigen hätte, dann hier, schrieb der Pariser Journalist Alphonse Carr im letzten Jahrhundert entzückt und verhalf so der Bucht zu internationalem Ruhm. Heute, über 100 Jahre später, finden die Häuser in der engen Talöffnung der Kalksteinküste kaum noch Platz. Die einzigartige Naturkulisse macht aus Etretat einen ganz besonderen Badeort. Im Hochsommer platzt das Städtchen allerdings unter dem Ansturm von 30.000 Urlaubern aus allen Nähten. Die berühmte Felsformation hatte es auch Claude Monet angetan. Lange bevor das beliebte Postkartenmotiv millionenfach durch einen schnellen Klick des Fotoapparates verewigt wurde, hatte der Impressionist das Naturkunstwerk mit seinen Pinseln aus verschiedenen Perspektiven eingefangen. Die Badesaison in der Normandie beginnt meist gegen Ende Juni. Mit dem Beginn der zwei Monate dauernden französischen Sommerferien füllen sich die Strände Anfang Juli von einem Tag auf den anderen. Ein Schild weist den Weg zur Käserei La Valaine. Oben auf den Klippen, in herrlicher Lage über der Bucht, wird der beste Ziegenkäse der Region hergestellt. Jeden Nachmittag, wenn die Euter prall gefüllt sind, werden die Tiere zusammengetrieben. Gelockt vom vollen Futtertrog reihen sich die Ziegen willig in die Melkanlage ein. Eigentümer Bernard d'Herbécourt ist längst immun gegen den stechenden Geruch seiner Schützlinge. Zusammen mit seiner Assistentin legt er die Saugköpfe der Melkmaschine an. In weniger als einer Stunde kommen so zwischen 70 und 90 Liter zusammen. Hier bei uns in der Normandie fressen die Ziegen nur frisches Gras und keine Sträucher, wie auf Korsika oder im Süden Frankreichs. Daher schmeckt unser Käse überhaupt nicht scharf, aber trotzdem herzhaft. Der Schimmelpilz, den man hier nur ahnen kann, wird sich Stück für Stück auf dem Ziegenkäse ausbreiten und ihm seinen nussigen, mandelartigen Geschmack verleihen. Man kann bis zu 2 Monaten warten, dann ist der Käse vollgereift und auf seinem geschmacklichen Höhepunkt. Und Achtung, Überraschung! Die grünen Sporen waren die Vorläufer des Make-ups. Zurück ans Meer, an die Steilküste von Petite Dalle. Stellenweise türmen sich die Sedimente aus dem Tertiär zu 100 Meter hohen Kreidefelsen auf. Im Vergleich dazu ist die fruchtbare Erdschicht verschwindend dünn. Das Grün nähert sich aus wenigen Zentimetern. Stilvolle Strandvillen wachen über die lange Reihe der Umkleidekabinen. Davor erstreckt sich ein windgeschützter Strand. Mit blauem Himmel wahrlich ein Urlaubsrefugium zum Träumen. In der Stadt Falaise schrieb die Geschichte im ersten Jahrtausend das erste Kapitel des großen französisch-englischen Dramas. Es begann mit einer Romanze. Von den Schlossmauern erblickte der junge Herzogssohn Robert die schöne Gerberstochter Arlette und verliebte sich in sie. So weit, so gut. Aber schon in der ersten Liebesnacht träumte die Maid von einem Baum, der aus ihrem Leib wuchs. Der Schatten der Äste reichte über die Normandie bis nach England. Das Kind dieser Liebe nannten die Eltern Guillaume. Der umtriebige Spross setzte die Vision seiner Mutter später tatkräftig um. Mit der Unterwerfung Englands ging er als Wilhelm der Eroberer in die Geschichtsbücher ein.
Er war nun mächtiger als sein Lehnsherr, der Frankenkönig Philipp I. Wilhelm fürchtete nur den Zorn Gottes. Der Papst hatte ihn wegen der verbotenen Heirat einer nahen Verwandten exkommuniziert. Als Sühnezeichen stiftete er in Caen zwei prächtige Klosteranlagen. Im Westen der Stadt die Männerabtei Abbé des Hommes, hier ließ er sich zu Grabe legen. Gegenüber die zum Abteikomplex gehörende Kirche Saint-Étienne. Im Osten ließ Wilhelm die Abbé des Dames errichten. Der Papst gab sich mit dieser großzügigen Buße zufrieden und erteilte dem Paar nachträglich den kirchlichen Segen. In der Frauenabtei ruhen noch heute die Gebeine von Wilhelms Ehefrau Mathilde. Noch zu Lebzeiten hatte der Regent das Schloss von Caen, eine stadtbeherrschende Festung auf dem zentralen Hügel, zu seiner Residenz bestimmt. Die mittelalterlichen Häuser, die sich einst an den Hängen drängten, wurden im Zweiten Weltkrieg bei den Kämpfen um die Stadt zerstört. Die Schäden an den Mauern und im Inneren der Wallanlage, wo Wilhelm vor fast 1000 Jahren Hof hielt, konnten hingegen weitgehend beseitigt werden. Das fruchtbare Hinterland der Normandie, das Pays d'Auge, ist nach der Bretagne der wichtigste Nahrungslieferant Frankreichs. Weizen, Mais und Zuckerrüben beherrschen die Felder. Allgegenwärtig sind die bunt gefleckten Kühe auf den sattgrünen Weiden. Sie liefern die Milch für die Butter, die sich ganz Frankreich auf sein Baguette streicht, für Crème fraîche und Käse. Aber auch das Fleisch der Region wird im ganzen Land geschätzt. Hinter der Küstenlinie ist die Normandie touristisch kaum erschlossen und selbst den Hauptstädtern weitestgehend unbekannt. Das weite Hügelland hat wenig Industrie. Vom Fortschritt vergessen dämmern Dörfer und Weiler ihren Dornröschenschlaf. Kaum ein Reisender würde sich in diese Gegend verirren, wären da nicht die drei großen C. Kennzeichen für die Gaumenfreuden der Normandie. Cidre, Calvados und Camembert. Namensgeber des würzigen Rohmilchkäses ist ein unscheinbares Dorf in der hügeligen Landschaft des Pays d'Auge. In den Wirren der französischen Revolution hatte hier ein verfolgter Mönch Unterschlupf gefunden. Aus Dank für seinen Schutz verriet er das klösterliche Rezept zur Herstellung des Weichkäses, der durch Napoleon einige Jahrzehnte später Weltruhm erlangen sollte. Was die Käsereien über die Jahrhunderte wie die Kronjuwelen gehütet hatten, wollten Europas Bürokraten in Brüssel per Gesetz verbieten. Wie das berühmte gallische Dorf bei Asterix und Obelix setzten sich die Bewohner von Camembert durch. Ihr traditionell handgeschöpfter Rohmilchkäse und die dazugehörigen Schimmelpilzkulturen fanden erst nach langem Kampf Eingang in den Brüsseler Normenkatalog. Nach dem Schöpfen muss der Käse ein wenig antrocknen, ehe er mit einem speziellen Edelschimmel überzogen wird. Die Käseleibe reifen in Kühlräumen bei etwa 13 Grad. Dabei müssen sie regelmäßig gewendet werden. Nach etwa 2 Wochen gehen sie, abgepackt in ihrer typischen Spanschachtel, auf die Reise zu Käseliebhabern in aller Welt. Ein weiterer kulinarischer Pilgerweg folgt der Route du Cidre auf den Spuren der Apfelmosthersteller. Erst vergoren und anschließend gebrannt sind die Äpfel der Region Grundlage des hochprozentigen Calvados. Das elegante Herrenhaus kündet bereits von der langen Tradition der Familie Pierre Huyer, Apfelbauern in der 4. Generation. Der alte Schnapsbrenner wird jeden Herbst angeheizt, um aus einem Teil der Cidre-Vorräte den berühmten Calvados zu destillieren. In 200 Jahre alten Eichenfässern
reift der klare, scharfe Schnaps zu einem milden, goldbraunen Digestif für Genießer. Entlang der Herstellerroute darf überall kostenlos probiert werden. Gleich ob Cidre Boucher mit natürlicher Kohlensäure, Beaumont, ein Getränk halb Calvados, halb Cidre, oder alternativ der perlende Birnenmost Boiré. Im 3 Hektar großen Nachbarsgarten, der Besuchern gegen Eintritt offen steht, wird ein Stück altertümliche Normandie bewahrt. Die Einnahmen ermöglichen den Erhalt der für die Region einst so typischen Fachwerkhäuser. Der Spaziergang durch den gefühlvoll angelegten Jardin du Pays d'Auge führt in die Welt der Jahrhundertwende. Alte Holzpantinen stehen auf einer nicht weniger alten Holzschubkarre, daneben eine Werkbank für die Flachsverarbeitung und eine Schrotmühle. Die alten Werkzeuge vermitteln das Gefühl von der vermeintlich guten alten Zeit, die in Wirklichkeit doch eher hart und anstrengend gewesen sein muss. Der entspannende Gartenspaziergang durch das Labyrinth aus Hainen und Hecken bietet Oasen der Ruhe. Parks und Gärten wie diesen gibt es Hunderte in der Normandie. Diese blühende Vielfalt ist dem warmen Golfstrom zu verdanken, der das raue nördliche Klima abmildert, sowie der maritimen Vergangenheit des Landstrichs. Die exotischen Pflanzen haben normannische Seefahrer von allen Küsten der 7 Weltmeere in ihre Heimat gebracht. Das gärtnerische Fachwissen kam vom britischen Inselnachbarn. Die kalte und graue Normandie, hier ist sie schnell vergessen. Bei aller Romantik, dieser Teil der Normandie war immer ein Armenhaus Frankreichs. Die Gründung des Reitgestüts Arras du Pin 1715 war einer der vielen Versuche des Sonnenkönigs Louis XIV., die Gegend zu beleben. Hier wurden die besten Pferde für die Kavallerie des Monarchen gezüchtet und wagemutige Reiter ausgebildet. Unter Pferdeliebhabern hat es das Staatsgestüt Arras du Pin zu Weltruhm gebracht. Die Geschäfte laufen auch heute noch gut. Zwischen 1.000 und 20.000 Euro wird für den Samen der besten Hengste gezahlt. Für Millionen wechseln erfolgreiche Rennpferde oder edle Stammbäume ihre Besitzer. Im Sommer öffnet der traditionsreiche Arras jeden Donnerstagnachmittag seine Tore. In der eindrucksvollen Kulisse vor dem Château paradieren Hengste von bis zu 10 verschiedenen Rassen vor dem Publikum. Vollblüter, Traber, Araber, aber auch ureigene normannische Züchtungen wie der Coq Normand und das muskelbepackte Arbeitstier Percheron sind der Stolz des Hauses. Ein Mekka für Pferdenarren. Die oft benutzte Bezeichnung Versailles der Pferde ist übrigens nicht aus der Luft gegriffen. Geplant wurde die Anlage von Le Nôtre, dem Gartenarchitekten des Pariser Königsschlosses Versailles. Zurück an die Küste, zur Côte Fleurie, an die nordische Riviera.
prächtige Adelspaläste aus dem Zweiten Kaiserreich und der Belle Époque sowie ein mondänes Casino dominieren die Strandpromenade von Ulgat. In dieser Kulisse suchte Marcel Proust nach der verlorenen Zeit. Den Namen Ulgat wählten die Stadtväter einst, weil er dem zahlungskräftigen Publikum aus England leichter über die Lippen ging. Geholfen hat es auf Dauer nicht. Die High Society ist längst zu neuen Ufern aufgebrochen oder trifft sich am Strand von Deauville. Im Rhythmus der Gezeiten schafft der mächtige Tidenhub Platz für die Strandgänger. Die Strände der Côte Fleurie ziehen sich die ganze Küste des Calvados entlang, fast bis zur Spitze des Cotentin. Ein Eldorado für Erholungssuchende und Familien. Kaum vorstellbar, dass Wilhelm der Eroberer hier einst seine Flotte versammelte, um nach England überzusetzen. Heute ist die Mündung der Dives versandet. Doch vor 940 Jahren ankerten in diesem natürlichen Hafen 700 Schiffe und 15.000 Mann warteten auf den Befehl zum Aufbruch. Ein letzter Gottesdienst in der Kirche Notre-Dame von Dives-sur-Mer. Hier betete der Wikinger-Abkömmling mit seinen Kampfgefährten für den Sieg. Über dem Portal wurden 800 Jahre später die Namen seiner fürstlichen Waffenbrüder auf einer Marmorplatte verewigt. Nur wenige Kilometer weiter dümpelt die Armada der schnittigen Segler und kleinen Luxusjachten des Jetsets. Im künstlichen Lagunenhafen von Deauville legen die passionierten Freizeitkapitäne direkt vor ihrem Appartement an. Spötter bezeichnen den berühmten Küstenort als das 21. Arrondissement von Paris. Tatsächlich trifft sich in den Sommermonaten tout Paris im mondänen Seebad. An den Wochenenden sind selbst die sündhaft teuren Hotelpaläste wie das Royal oder das Normandie ausgebucht. Die berühmten Planches haben sich als knarrender Laufsteg der Eitelkeiten einen Namen gemacht. Die nicht enden wollende Kette von Umkleidekabinen trägt auf den Balustraden die Namen berühmter Stars, die bereits zu Gast waren. Sehen und gesehen werden zählt hier mehr als anderswo zur klassischen Freizeitbeschäftigung. Und weil jeder besondere Ort auch ein besonderes Kennzeichen braucht, setzen hier farbige Sonnenschirme bunte Akzente. Ein französischer Chronist fühlte sich gemüßig, darauf hinzuweisen, in Deauville gibt es schließlich auch das Meer. Tatsächlich scheint der goldgelbe Sandstrand zumindest für die besseren Gäste eher eine Nebenrolle zu spielen. Stattdessen verteilen sich die normalen Pariser Bürger auf dem breiten Küstenstreifen. Dank der direkten Zuganbindung erreichen die Hauptstädter ihren Hausstrand in knapp 2 Stunden. Im feinkörnigen Sand tummelt sich so der gleiche bunte Querschnitt wie in Paris. Die übrigen Urlauber machen nur knapp ein Drittel der Badegäste aus. Wer sich von der Masse abheben will, greift zum erwähnten bunten Parasol und zur komfortablen Liege, die zusammen zu saftigen Preisen auch monatsweise vermietet werden. Und wenn es am Strand zu langweilig wird, bietet Deauville mehrere Reitschulen, Pferderennen im Hippodrom und weitläufige Golfparcours. Ein großes Casino gehört natürlich auch dazu.
Anders als es der auf altgetrümmte Stadtkern vermuten lässt, ist Deauville keine gewachsene Siedlung, sondern eine Retortenstadt. Zu Zeiten des Kaisers Napoleon III. Entdeckte ein Unternehmer das verlassene Stück Strand. Er hatte eine Vision. Das wäre doch der ideale Ort für eine Sommerfrische des mondänen Paris. Nach nur 8 Jahren standen etliche Villen und die gesamte Infrastruktur. Dank der Treue der wohlhabenden Großstädter hat Deauville im Gegensatz zu anderen Seebädern nie seinen Glanz verloren. Die Shoppingmeile gleicht einer Fortsetzung der noblen Rue Saint-Honoré in Paris. Das angrenzende Trouville war aber der eigentliche Vorreiter der touristischen Erschließung. Die zeitgenössische Schickeria traf sich in der Rue de Paris. 1912 wurde das Casino an der Flussmündung der Touc eingeweiht. Doch dann machten die Bürger von Trouville einen gravierenden Fehler. Sie verweigerten dem Journalisten, der ihren Ort berühmt gemacht hatte, einen Sitz im Gemeinderat. Aus Rache lenkte er die Aufmerksamkeit seiner einflussreichen Freunde auf den Nachbarort Deauville. Auch wenn Trouville an Ruhm und Reichtum längst überflügelt wurde, die Stadt hat ihren eigenen Charme. Die Häuser im Stil der Gründerzeit verleihen der Seefront einen ganz eigenen Charakter, den die Villen von Deauville nicht haben. Es geht hier zwar weniger schick, dafür aber bunter und lebendiger zu. Etwa, wenn Fischkutter an den Quais fangfrische Ware anlanden. Die Marktstände der Fischer ziehen sich am Ufer entlang und präsentieren in ihren Auslagen die ganze Palette der Köstlichkeiten des Meeres. Taschenkrebse, Hummer, Gambas und Krevetten. Keine 15 Kilometer entfernt drängt sich Honfleur an die Côte de Grâce. Das Postkartenidyll verdankt sein weitgehend unversehrtes Ortsbild seiner Glanzzeit als bedeutende Hafenstadt im 17. und 18. Jahrhundert. Von seinem Vieux Bassin, dem alten Hafenbecken, stachen im 16. Jahrhundert wagemutige Abenteurer in See, um für die französische Krone Brasilien, Labrador und auch Kanada in Besitz zu nehmen. Weil der Platz rund um das Hafenbecken so knapp und teuer war, baute man die schmalen Häuser möglichst hoch. Doch dann verlor Frankreich im 18. Jahrhundert seine Kolonien in Übersee und Honfleur versank in Bedeutungslosigkeit. Von zahlreichen Dichtern besungen und von großen Meistern gemalt, galt Honfleur im 19. Jahrhundert dann als Künstlerhochburg. Der berühmteste Sohn der Stadt war der Maler Eugène Boudin. Bei ihm trafen sich Größen des Impressionismus wie Monet, Renoir und Cézanne. Das Interesse für Malerei ist in Honfleur bis heute ungebrochen. Das alte Salzlagerhaus ist für seine Ausstellungen zeitgenössischer Künstler bekannt. In den umliegenden Galerien werden die Werke noch namenloser Maler feilgeboten. Berühmt ist auch die auffällige Holzkirche, in der sich das Handwerk der Schiffszimmerleute spiegelt. Stein und Steinmetze waren nach dem Hundertjährigen Krieg rar. Stattdessen beauftragten die Bürger von Honfleur Schiffsbauer, um eine Kirche aus Holz zu errichten. Die Deckenkonstruktion gleicht einem umgekehrten Schiffsrumpf und stützt sich auf verstrebte Pfeiler aus Eichenholz. Der Glockenturm wurde wegen der Feuergefahr durch einschlagende Blitze ein Stück abseits vom Hauptschiff der Kirche errichtet. Weiter zurück in die Zeit führt die Fahrt in das 100 Kilometer westlich gelegene Bayeux. Schon von weitem dominieren die Türme der Kathedrale die Stadtsilhouette. Weltberühmt ist Bayeux wegen einer Stoffbahn, in die vor fast 1000 Jahren alle Ereignisse hineingestickt wurden, die zur Eroberung Englands durch den Normannenherrscher Wilhelm geführt hatten. Auf 70 Metern erzählt der Wandteppich von Bayeux von eitler Prunksucht, von einem folgenreichen Eidbruch bis zum blutigen Gemetzel auf dem Schlachtfeld.
Alles detailreich in 58 Szenen mit über 600 Figuren festgehalten. Ein Geschichtsdokument aus Wollfäden. Jeden Sommer verwandelt sich Bayeux für 2 Tage in ein mittelalterliches Zeltlager. Die originalgetreu verkleideten Gäste feiern die ruhmreiche Zeit, als normannische Krieger den Landstrich auf dem Kontinent und dazu noch England beherrschten. Auch die Musik lässt das Mittelalter wieder lebendig werden. Wie vor 700 Jahren breiten Händler an den Ständen ihre Ware aus. Menschen ziehen singend und tanzend durch die Straßen rund um die gotische Kathedrale. In Bayeux hat die Kunst der Stickerei und Spitzenklöpplerei 1000 Jahre überdauert. Das einst königlich erteilte Privileg drohte vor einigen Jahren in Vergessenheit zu geraten. Erst seit der französische Staat das traditionelle Handwerk finanziell fördert, gibt es wieder Ausbildungsplätze und damit eine Zukunft für die filigrane Spitzentechnik. Doch es gibt auf der Fête Médiévale noch mehr mittelalterliches Kunsthandwerk zu sehen. Mit kräftigen Schlägen rückt ein Steinmetz einem rohen Brocken zu Leibe. Auch die Holzschnitzerei hat noch Tradition in Bayeux. Zu Füßen der großen Kathedrale eine kleine Bauhütte. 40 Jahre waren die Kirchenbaumeister an der Kathedrale Notre-Dame de Bayeux am Werk. Die Fassade des gotischen Spitzbogenbauwerks blieb wie durch ein Wunder von der Zerstörungswut der Religionskriege und der Französischen Revolution verschont. Bevor das Herzogtum Normandie unter die Herrschaft der französischen Krone fiel, dominierte der romanische Stil den Kirchenbau. Die neue französische Herrschaft führte den gotischen Baustil ein. Durch die enge Verbindung mit England fassten die Missionare vom Norden her früh in der Normandie Fuß. Die Christianisierung der gallo-römischen Bevölkerung begann schon um 260 nach Christus. Die Abtei in Jumièges ist ein beeindruckendes Zeugnis dieses frühkirchlichen Einflusses. Von den Klöstern wurde damals auch weltliche Macht ausgeübt. Gegründet im 7. Jahrhundert gehört Jumièges zum ältesten Sitz des Benediktinerordens. In ihrer Blütezeit war die Abtei nicht nur die reichste des Landes, ihr Ruf zog auch zahlreiche Wissenschaftler an. Über viele Jahrhunderte war sie ein wichtiges Zentrum von Forschung und Lehre. Im 18. Jahrhundert begann ihr Verfall. Nach der Französischen Revolution an den Meistbietenden verkauft, diente das einst so mächtige Kloster nur noch als Steinbruch. Im Morgengrauen des 6. Juni 1944 brach der längste und blutigste Tag in der Geschichte der Normandie an. Durch die schmalen Schlitze der Betonbunker sahen deutsche Wehrmachtssoldaten im Nebel des Ärmelkanals,
die Umrisse einer Armada von Schiffen. Der D-Day, die Landung der alliierten Streitkräfte in Frankreich, kam für die deutschen Besatzer völlig überraschend. Flugzeuge der Royal Air Force bombardierten die Stellungen des Atlantikwalls. Die Spuren sind noch heute sichtbar. Verwitterte Einschlagstrichter überziehen die Küstenlandschaft. Wo Europas neue Freiheit begann, mahnen die zerstörten Bunker als stumme Zeugen an den kriegerischen Größenwahn Nazi-Deutschlands. Mit der Operation Overlord hatte die Befreiung Frankreichs begonnen. Fallschirmspringer wurden im Hinterland abgesetzt, um die Nachschublinien der Wehrmacht zu unterbrechen. Im Ort Saint-Mère-Église erinnert eine Puppe an den englischen Fallschirmspringer, der die ganze Nacht über am Kirchturm hing. Aus den Turmfenstern feuerten Wehrmachtssoldaten auf seine Kameraden. Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach, Sword Beach. Diese Küstenabschnitte wurden zu blutgetränkten Schauplätzen der Wende des Zweiten Weltkrieges. Zwei Tage dauerte die verlustreiche Schlacht um den Brückenkopf Normandie. In immer neuen Wellen brandeten die Angriffe der alliierten Soldaten gegen die Bunkerlinien der Wehrmacht. Über 250.000 Soldaten kamen bei der Invasion auf beiden Seiten ums Leben. Dunkel und geduckt, die Kreuze des deutschen Soldatenfriedhofs von La Combe. 21.500 deutsche Soldaten liegen hier begraben. Die jüngsten waren gerade einmal 17 Jahre alt. Über dem Küstenabschnitt Omaha Beach liegen unter weißen Kreuzen und Davidsternen die amerikanischen Gefallenen. Die Eroberung dieses Küstenabschnittes forderte unter den Angreifern die höchsten Verluste. Wer von den alliierten Soldaten die ersten Tage überlebt hatte, wurde von der französischen Bevölkerung mit offenen Armen empfangen und gefeiert. Die Herkulesaufgabe bestand darin, den Nachschub zu sichern. In nur 8 Tagen wurden 2 künstliche Häfen angelegt. Durch dieses Nadelöhr strömten in den Folgemonaten 2,5 Millionen Soldaten, 500.000 Fahrzeuge und 4 Millionen Tonnen Kriegsmaterial. Die Alliierten stießen Richtung Rhein vor. Reste der künstlichen Landungshäfen ragen noch immer aus den Wellen vor den Stränden längs der Perlmuttküste. Die Größe des Port Churchill vor Arromanche lässt sich heute noch erahnen. Ausgediente Schiffe waren als Wellenbrecher versenkt worden. Riesige Betonkästen fügten sich zu einer 12 Kilometer langen Rundummole. Die dunklen Betonklötze sind 60 Jahre nach Kriegsende eine schaurige Badekulisse.
Im Zentrum von Arromanches nennt sich eine Brasserie zum 6. Juni. Die Souvenirshops verkaufen Kriegsdevotionalien. Über die Orne führt die gut erhaltene Zugbrücke Pegasus Bridge. Sie wurde nach der 6. britischen Fallschirmspringer-Division benannt, die den strategisch wichtigen Übergang vor der Sprengung durch deutsche Soldaten erobern konnte. Eine übergroße Marianenfigur mahnt heute mit einer Taube an den Frieden. Hoch nach Norden erstreckt sich die Halbinsel Cotentin. Die Küstenstädte am westlichen Ende der Normandie lassen die nahende Bretagne erahnen. Das uralte Granitmassiv ist Atlantikstürmen und den bei Seeleuten seit je gefürchteten starken Küstenströmungen ausgesetzt. Die unzähligen Seemannsgräber entlang der Küste zeugen von der gefährlichen Arbeit der Fischer. Weniger gefährlich und um einiges ertragreicher ist die Austernernte. Das größte Feld der Normandie liegt in Vaast-la-Hougue. Der intensive Wechsel zwischen Ebbe und Flut macht hier das Meer besonders nährstoffreich, was Wachstum und Geschmack der Auster zugutekommt. Der pulsierende Atem des Meeres legt täglich die Jagdgründe der Pêcheurs à pied, der Wanderfischer, frei. Bewaffnet mit Kübeln, Rechen und Netzen suchen sie unter den Steinen die Zutaten für die Plateau des Fruits de Mer, die delikaten Meeresfrüchteplatten. An der nördlichen Spitze des Cotentin liegt Cherbourg. Ausgerichtet zum Meer steht der große Atlantikhafen im Mittelpunkt. Die künstliche Mole musste in einer nationalen Kraftanstrengung den Naturgewalten abgerungen werden. 1783 begann auf Befehl Ludwig des 16. der Ausbau der mächtigen Deichanlage. Doch das Meer machte immer wieder alle Anstrengungen zunichte. Erst unter Napoleon Bonapartes Befehl machte das Projekt deutliche Fortschritte. Das kriegswichtige Bauwerk war vor allem gegen die englische Flotte gerichtet. Erst 50 Jahre später konnte das mit 1500 Hektar größte künstliche Hafenbecken der Welt fertiggestellt werden. Die Statue Napoleons weist visionär zur Seefestung, die noch heute von der französischen Marine genutzt wird. Auf dem Sockel steht das selbstbewusste Zitat: Ich hatte beschlossen, in Cherbourg die Wunder Ägyptens zu erneuern. Wo zu jener Zeit Zöllner entlang der Küsten patrouillierten, um nach Schmugglern Ausschau zu halten, liegt heute ein ausgebauter Wanderweg, der Sentier des Douaniers. Auch wenn Wind und Wogen dem Cap de la Hague rau mitspielen, der Golfstrom sorgt für ein mildes Klima und eine geradezu üppige Vegetation. Leuchttürme setzen Akzente. Relikte aus rauen Seefahrertagen. Heute ersetzen Radar und GPS den Lichtstrahl der Leuchttürme. Der Hafen von Goury ist winzig, doch für die Rettung Schiffbrüchiger von großer Bedeutung. Von hier aus kann ein PS-starker Seenotkreuzer in See stechen, der gegen die 15 Knoten starke Strömung ankommt. Unvorstellbar, dass Männer früher in Ruderbooten zu Hilfe eilten. Gottvertrauen war bei den Seeleuten eben weit verbreitet. Wohl auch deshalb stehen unzählige Kreuze entlang der tückischen Küstenlinie des normannischen Hohen Nordens.
In der Ferne ist bereits die Kegelkontur des mächtigen Klosterfelsens Mont Saint-Michel zu erkennen. Auf dem Weg dorthin liegt die Bischofsstadt Coutances, Namensgeberin der Halbinsel Cotentin. Die Kathedrale ist ein Bauwerk von unverfälschter normannischer Gotik. Auf Sizilien und in Süditalien zu Wohlstand gekommen, auch dahin waren die reisefreudigen Normannen vorgestoßen, konnte sich die Familie de Hauteville den beeindruckenden Bau leisten. Bemerkenswert ist der 41 Meter hohe Turm, der viel Licht in die Kathedrale lenkt. Weniger bekannt sind die Küstenabschnitte der westlichen Seite der Halbinsel. Zwischen dem Cap de Carterie und der Bucht des Mont Saint-Michel locken feine Sandstrände mit türkisblauem Meer. Die wehrhaften Mauern der Ville Close von Granville erinnern an die kriegerische Vergangenheit der Stadt. Die Engländer hatten den Felsrücken am Meer im Hundertjährigen Krieg befestigt. Später eroberten die Ritter des Mont Saint-Michel die neue Stadt. Im Laufe der Jahre wurde sie zum Stützpunkt von Korsaren und später wichtiger Heimathafen für die Dorschfischerei im Eismeer. Fast unwirklich erhebt sich hinter einem Dunstschleier der Jahrtausende alte wehrhafte Klosterberg Mont Saint-Michel. In den umliegenden Salzmarschen weiden riesige Lämmerherden, deren zartwürziges Fleisch als Agneau de Prisalé auf den Speisekarten der Umgebung angeboten wird. In den frühen Abendstunden werden die satten Lämmer in ihr Nachtlager getrieben. In der Kulisse des heiligen Kegelberges ein Erlebnis, wie es sich hier unverändert seit Jahrhunderten abspielt. Bis auf den Einsatz der modernen Quads natürlich. Normannisch oder bretonisch? Als der kleine Grenzfluss Quesnon seinen Lauf veränderte, entschied er den Streit um die Besitzrechte zugunsten der Normandie. Ein Quartier innerhalb der Mauer muss früh reserviert werden. Der Klosterberg zählt nur 8 Herbergen mit gerade einmal 114 Zimmern. Ein ungewöhnlicher Ort wartet auch mit einer originellen Gründungslegende auf. Es soll das Jahr 709 gewesen sein, als dem damaligen Bischof Aubert der Erzengel Michael erschien. Er forderte von ihm eine Kirche auf dem heiligen Berg Montomb. Dreimal musste er dem skeptischen Aubert wohl ziemlich kräftig an dessen Stirn klopfen, bis dieser vom göttlichen Auftrag überzeugt war. Der Fingerzeig hinterließ dauerhafte Spuren am Dickschädel des Geistlichen. Am frühen Morgen im Nebel wirkt die stille Magie des Ortes. Die Montois nennen ihren Berg nur Le Mont und das Kloster La Merveille, das Wunderbare. Eine Akropolis in Nebelschwaden, der Welt entrückt. Das Dorf zu Füßen der Gottesburg. Eine lange Gasse führt zur Abtei hinauf. Die trutzigen Befestigungsmauern stammen noch aus den Zeiten des Hundertjährigen Krieges. 3 Ebenen aus 3 Architekturepochen wachsen aus dem Granitgestein. Eine Meisterleistung mittelalterlicher Baukunst und ein Beweis menschlicher Schaffenskraft.
Schon der Aufstieg zur Abtei erfordert einigen guten Willen und vor allem gute Kondition. Nicht einmal die Hälfte der Besucher, so hat das örtliche Touristenbüro errechnet, erklimmt die steilen Treppenfluchten bis zum Gipfel. Auf den Straßen des Paradieses war im Mittelalter der Mont Saint-Michel eine Station für die Pilgerscharen auf dem Jakobsweg. Unter lauten Gesängen stiegen sie den Felsen hinauf bis zur Kirche. Im Zustand gläubiger Ekstase erlebten viele von ihnen Wunder, die Mönche in den alten Schriften gewissenhaft, aber auch kritisch vermerkten. Doch das eigentliche Spektakel, die Verwandlung des Granitfelsens mit Landanbindung in eine meerumspülte Insel, lässt sich nur noch selten bei Springflut erleben. Die menschlichen Eingriffe in die empfindliche Wattlandschaft haben den Gezeiten die Kraft geraubt, die Bucht vom Sand zu befreien. Ein millionenschweres Projekt, im Frühsommer 2006 endlich begonnen, soll Abhilfe schaffen. Ein hochmodernes Sperrwerk wird wie eine überdimensionale Wasserspülung die Bucht in den nächsten Jahrzehnten von Schlick und Sand befreien. Täglich ab 9 Uhr brandet die menschliche Flut in Autos und Bussen heran. Früher waren es Pilger und als heilig gepriesene Reliquien, die das Geld in die Kassen fließen ließen. Heute sind es Touristen und der Verkauf von Souvenirs. Nach Eiffelturm und Louvre gehört der Mont Saint-Michel zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten Frankreichs. Eine Goldgrube für das halbe Dutzend einheimischer Familien. Vor dem Restaurant Mer Poulard bilden sich jedes Mal Menschentrauben, wenn das Staccato der Schneebesen durch die engen Gassen hallt. Dann wird der Teig für das schaumige Riesenomelett aufgeschlagen, das den Weltruhm des Traditionshauses begründet hat. Annette Poulard hat das Rezept vor 120 Jahren erfunden. Sie dachte dabei an die eilige und hungrige Pilgerkundschaft, die nicht lange auf ihr Essen warten wollte. Fast Food der leckeren Art sozusagen. Allerdings zu gesalzenen Preisen. Für das exklusive Omelett werden je nach Füllung zwischen 25 und 50 Euro in Rechnung gestellt. Der heutige Besitzer Michel Bruno schwingt persönlich den Löffel. Der Sternekoch ist Küchenchef aus Leidenschaft. Die Menschen kommen hierher, um den Berg und seinen goldenen Erzengel zu sehen. Und dann vielleicht auch wegen unseres Omelettes. Aber Annette Poulard kann man nicht auf ihr berühmtes Omelett reduzieren. Wir haben hier in der Normandie und in der Bretagne ein vielfältiges Angebot. Mutter Poulard hat daraus eine fantastische Küche geschaffen. Sie war eben mehr als nur eine Omelettmacherin. Und ich versuche in meiner Küche, ihr Erbe anzutreten. Das Zusammenspiel aus Klosterattraktion und guter Küche lockte so manche bedeutende Persönlichkeit in das Restaurant. Von den Wänden blicken geschichtliche Größen. Colonel Benjamin Talley, der Kommandant des Strandabschnitts Omaha etwa, oder der französische Ex-Staatspräsident Mitterrand mit seiner damaligen englischen Amtskollegin Margaret Thatcher. Hungrig sollte man die Erkundung der gigantischen Klosteranlage besser nicht beginnen. Von der Aussichtsplattform vor dem Eingang zur romanischen Kirche öffnet sich der Blick über die malerische Bucht des Mont Saint-Michel. Als die von Pilgerfüßen abgewetzten Steine gewendet wurden, entdeckte man eingemeißelte Zahlen und Buchstaben. Es sind die Signets der Steinmetze, die nach ihren geleisteten Stückzahlen entlohnt wurden. In der romanischen Kirche endlich steingraue Stille als Kontrast zum bunten Treiben rund um den Berg. Im Aufbau der Klosteranlage spiegelt sich auch die mittelalterliche Weltanschauung. Über allen weltlichen Mächten und Ständen steht der Klerus.
Den obersten Stock des komplexen Bauwerks bildet ein Kreuzgang aus dem 13. Jahrhundert. Die Spitzbogenarkaden ruhen auf schlanken doppelreihigen Säulen, deren Abstand dem Rhythmus eines langen, bedächtigen Schrittes angepasst ist. Im Kreis schreitend fanden die Mönche hoch über dem Meer innere Einkehr und Besinnung. Durch die Butzenscheiben dringt gedämpft das klare Licht des Atlantiks. Der Rittersaal mit seiner einzigartigen Akustik, die Führer gerne demonstrieren, diente in Wirklichkeit nicht etwa der Speisung der Ritter. Hier kopierten Mönche wichtige Schriften oder schrieben ihre Chroniken nieder. Denn nur dieser Raum konnte dank seiner zwei mächtigen Kamine ausreichend beheizt werden. Spätestens hier verlieren Besucher ohne Führer die Orientierung in den ineinander verschachtelten Gebäudeteilen. Der Klosterberg, für Unkundige ein dreidimensionales Labyrinth. Die majestätischen Säulen des romanischen Cellier, des Kellergewölbes im untersten Geschoss, tragen einen Großteil der Last des himmelstürmenden Monuments und zeugen von genialer Baukunst und profundem Wissen von den Gesetzmäßigkeiten der Statik. Der gotische Säulensaal am Ende des Rundgangs strebt himmlischen Höhen entgegen. Mit der religionsfeindlichen Revolution hatte der Berg als Pilgerziel ausgedient und wurde kurzerhand zum Gefängnis umfunktioniert. Ironischerweise wurde diese Bastille des Meeres in Mont Libre, also freier Berg, umbenannt. Im großen Rad wurden die Häftlinge wie Hamster eingesetzt, um per Winde über eine steile Rutsche Vorräte und Lasten in die Strafanstalt zu ziehen. Erst 1874 wurde der halbverfallene Mont Saint-Michel unter Denkmalschutz gestellt. Zu Pilgerzeiten flutete der Atlantik noch regelmäßig alle 12 Stunden bis an den Felsenberg heran. Nicht selten wurde das Watt mit seinem Treibsand und rasch wechselnden Wasserständen zur Todesfalle für die Gläubigen. Mit Führer aber ist eine Wattwanderung zum Mont Saint-Michel ein ungefährliches Erlebnis. Wie gigantische Tausendfüßer schlängeln sich bei Ebbe die Touristen und Pilgerzüge durch die Bucht. Sie wandeln dabei auf Jahrtausende alten Spuren, die zu Wundern und Schätzen führen, aber auch dramatische Geschichten von Krieg, Opfer und Verzicht erzählen. Als Armor und Argot
Land am Meer und Land der Wälder bezeichneten die keltischen Vorfahren der Bretonen ihre Heimat. Wald und Meer, die zwei Gesichter der Bretagne. Mit der in Stein gemeißelten biblischen Passionsgeschichte versuchten christliche Missionare, die Bretonen zu bekehren. Doch die Erinnerungen an Feen und Riesen, an den Druiden Merlin und den Ritter Artus, wurzeln tief in den verwunschenen Wäldern des Suelgot, im Herzen der Bretagne. Hier nährt sich die Seele des Landes. Von der imposanten rosa Granit bis zur malerischen Smaragdküste grenzen markante Uferlinien das Land ab. Finis Terrae nannten die Römer diese Landzunge am westlichen Ende des europäischen Festlandes. Zusammen zeichnen Küste und Hinterland ein buntes und kontrastreiches Bild der Bretagne, die mit ihrem herb charmanten Charakter Erholungssuchende aus aller Welt in ihren Bann zieht. Heute, da die Fischerei auf dem Rückzug ist, öffnen sich die Küstenorte dem Tourismus. Wer hinter den oft rauen Augenschein blickt, der entdeckt eine Welt uralter Traditionen, mit der die Bretagne ihre Besucher in eine fremde, oft mystische Welt entführt. Saint-Malo. Der bretonische Freiheitsdrang, die Abenteuerlust und nicht zuletzt die strategisch günstige Lage am Meer ließen die Küstenstadt zu einem geachteten und gefürchteten Korsarennest von Königsgnaden werden. Weder Franzose noch Bretone, Bürger von Saint-Malo bin ich, lautete der Wahlspruch der selbstbewussten Bürger der Stadt. Den Ruf von Wagemut und Können der malouinischen Seefahrer hatte Jacques Cartier im 16. Jahrhundert mit der Entdeckung Kanadas begründet. Der Stolz der Bürger und ebenso der Schrecken ausländischer Kapitäne war Robert Surcouf, der berühmteste Freibeuter der Stadt. Sein Finger ist auf England gerichtet, dessen gekaperten Handelsschiffen er seinen Reichtum verdankt. Im Gegensatz zu den Flibustiers, den Piraten, die auf eigene Rechnung Schiffe überfielen, waren die Korsaren von Saint-Malo mit einem Kaperbrief der Regierung ausgestattet. Darüber hinaus sicherten sie mit ihren schnellen, wendigen Schiffen die eigene Handelsflotte. Großen Reichtum erwarben die Malouiner Reeder mit dem Commerce Triangulaire, dem Dreieckshandel zwischen Afrika, Amerika und der Bretagne. Die Schiffseigner tauschten in Afrika Getreide und billigen Glitzer gegen Sklaven und verkauften diese mit horrenden Gewinnen an die Farmer in Amerika. Mit Gewürzen und Zuckerbeladen ging es anschließend zurück in die Bretagne. Der damalige Wohlstand spiegelt sich in den prächtigen Fassaden und mächtigen Mauern der Altstadt. An drei Seiten von Wasser umspült, sicherten Wehrwälle das Korsarennest vor fremden Begehrlichkeiten. Niemand gelang je die Eroberung der granitenen Zitadelle vom Meer aus. Gegen die Bomben des Zweiten Weltkrieges war der Wall auf Dauer jedoch machtlos. Zwei Wochen lang flog die alliierte Luftwaffe Angriffe gegen die in der Villeclos verschanzte Wehrmacht der deutschen Besatzer und zerstörte dabei 80% der Altstadt. Statt für einen Neubau entschieden sich die Bürger von Saint-Malo für einen geschichtsgetreuen Wiederaufbau nach Bauplänen des 18. Jahrhunderts. Das Geld kam zum großen Teil von Auswanderern aus Kanada. Wo zu Surcoufs Zeiten die alten Hafenspelunken auf die durstigen Kehlen der Seemänner warteten, bestimmen heute die Terrassen der Cafés und Restaurants die Gassen der Altstadt. Während einst die Bürger der Stadt in die Welt hinauszogen, kommen heute die Touristen nach Saint-Malo, um die Stadt zu entdecken. Als der Stern der alten Korsarenstadt Saint-Malo im ausgehenden 19. Jahrhundert im Sinken war,
kam die Zeit für das benachbarte Fischerdorf Dinard. Albert Lacroix, der Verleger von Victor Hugo, entdeckte den Ort für die Pariser High Society. Bald zog es auch reiche englische Dandys in die kontinentale Sonnenoase. Binnen weniger Jahre verwandelte sich Dinard zum mondänsten und exklusivsten Seebad Europas und spiegelte sich im Glanz der Belle Époque. Dinard galt als Perle der Smaragdküste. In der schicken Villenkolonie auf dem Hochplateau La Malouine verkehrten Künstler und die internationale Schickeria jener Zeit. Unter den berühmten blau-weiß gestreiften Strandzelten entspannte die standesbewusste Eleganz der Jahrhundertwende. Charme und Ausstrahlung sind erhalten geblieben. Nur das Publikum hat sich im Laufe der Zeit geändert. Die High Society zog bald auf ihrer ständigen Suche nach neuen Revieren weiter. Das Bürgertum trat ihr Erbe an. So baden heute Normalsterbliche am Renommierstrand Plage de l'Écluse mit Grand Hotel und Casino im Charme der Jahrhundertwende. Die Ebbe legt einen feinsandigen, flachen Strand frei. Segelschiffe und die mächtigen Englandfähren ziehen am Horizont vorüber. Die Küste der Nordbretagne hat den stärksten Tidenhub Europas. Bis zu 15 Meter liegen zwischen Ebbe und Flut. Diesem stetigen Auf- und Abschwellen im Rhythmus des Mondes verdankt das Küstenstädtchen Cancale seinen Weltruf als Mekka der Auster. Wenn sich die Fluten bis weit an den Horizont zurückziehen, tummeln sich im Schlick der schachbrettartigen Gehege betriebsam Traktoren, Züchter und Neugierige. 3 Jahre muss die Auster reifen. Ihre Pflege gleicht dabei eher der Arbeit eines Landwirts als der eines wettergegerbten Seebären. Die Geschichte der Stadt und ihrer berühmten Meeresfrucht reicht weit zurück. Schon in den Heerlagern von Julius Caesar wurden Cancale Austern gefunden. Franz I. verlieh den Cancalesen im 16. Jahrhundert aus Begeisterung für ihre Auster das Stadtrecht. Und Napoleon wollte selbst im kalten Moskau nicht auf seine Delikatesse aus der Bretagne verzichten. Frischer und günstiger als an der Strandpromenade sind die Austern nirgends zu bekommen. Direkt vom Züchter, gekonnt geknackt mit ein paar Spritzern Zitrone zum sofortigen Verzehr. Das Probieren der Huître Nature hat am Hafendamm Tradition. Man liebt sie oder findet sie einfach abscheulich. Genießer schlürfen die glibberige Delikatesse am liebsten direkt an der Ufermauer und entsorgen die Schalen im Meer. Übrigens ist das Sprichwort, man solle in den Monaten ohne R keine Austern essen, lange überholt. Das galt im 18. Jahrhundert, als der Handel mit Austern in den Monaten Mai bis August verboten war. Nicht nur wegen der schwierigen Lagerung in der warmen Jahreszeit, sondern vor allem, um ihre Ausrottung zu verhindern. Heute werden Austern das ganze Jahr hindurch geerntet und serviert. Mit einer Jahresernte von bis zu 6.000 Tonnen deckt Cancale ein Viertel der Gesamtproduktion Frankreichs. Natürlich gibt es in den unzähligen Restaurants entlang der Hafenpromenade auch andere Delikatessen aus dem Meer. Landeinwärts, wo sich die Trichtermündung der Rance verengt, liegt Dinan. Der Flusslauf war für das Binnenstädtchen noch im 18. Jahrhundert lebenswichtiger Anschluss an die Welt. Hinter dem 2,5 Kilometer langen Mauerring mit seinen 16 Wehrtürmen hält die Kleinstadt das Andenken an Bertrand du Guesclin wach. Der bretonische Haudegen hatte im 14. Jahrhundert entscheidend dazu beigetragen, dass die Bretagne im Hundertjährigen Krieg nicht in die Hände der Engländer fiel. Die Porte Saint-Malo ist eines von 4 Toren, die zum mittelalterlichen Kern führen. Der Rundgang über die Mauerkrone, die Promenade des Grands Fossés, bietet den besten Überblick über die Stadt.
In Dinant wird die Historie mit nachlässigem französischen Laissez-faire gepflegt. Alte Bausubstanz gibt es genug. Da ist es kaum vonnöten, jedes Denkmal einzeln zu hegen und zu pflegen. Der mittelalterliche Kern von Dinant hat wie durch ein Wunder fast unversehrt alle Revolutionen und Kriege überstanden. Die dicht gedrängten Häuser sind keine Museumsstücke. Die alten Fachwerkbauten sind urban belebt, selbst wenn sie ein wenig zugig und schief sind. Symbol kirchlicher Macht, die Kirche Saint-Sauveur. 500 Jahre hämmerten und feilten mittelalterliche Steinmetze am Gotteshaus und schmückten es reich mit ihren in Stein geschlagenen Fantasien. Im Inneren ruht das Herz des tapferen Volkshelden Bertrand du Guesclin, der auch in den Buntglasfenstern verehrt wird. Die frühere Quelle des Reichtums der Stadt liegt außerhalb der Mauern am Ufer der Durance, der Hafen von Dinant. Ein steiler Weg verbindet die Ober- mit der Unterstadt, wo sich heute wie damals die Kunsthandwerker niedergelassen haben. Einst war der Hafen Umschlagplatz für Waren aus aller Welt. Heute dümpeln hier Ausflugsboote. Als Verkehrsweg spielt die Durance nur noch für Freizeitkapitäne eine Rolle. Als Urlaubsland ist die Bretagne vor allem wegen ihrer 1200 Kilometer langen Küste beliebt. Langgezogene Buchten zeichnen das Bild, in die das Wasser erst mit der Flut zurückkehrt. Von hier aus starteten auch die Rote Neuf ihre Raubzüge. Die Mitglieder des Piratenclans waren mit allen Salzwassern gewaschen. Selbst die wenig zimperlichen Korsaren in Saint-Malo sprachen bewundernd über ihren Wagemut. Ausgerechnet der Gemeindepfarrer Abbé Fauré war von ihrer Geschichte besonders fasziniert. Durch einen Schlaganfall taubstumm geworden, wählte der Pfarrer das Leben eines Eremiten und widmete den Piraten ein einmaliges, monumentales Denkmal. 25 Jahre lang, von 1875 bis zur Jahrhundertwende, meißelte er die bewegte Geschichte der Sippe in steinharten Felsgranit und schuf ein auf 500 Quadratmeter verteiltes Bilderwerk. Im Mittelpunkt steht das blutige Ende der Freibeuterfamilie Roteneuf. Neid, Missgunst und Streitsucht führten zu blutigen Kämpfen untereinander, die letztlich den ganzen Clan auslöschten. Über der Szenerie thront der Letzte der Roteneuf. Besonders lebendig ist eine pikante Szene aus dem Eheleben der Piratensippe. Wutschnaubend züchtigt der betrogene Gatte seine Frau. Am Rand lacht die Nachbarin voller Schadenfreude. 300 Gesichter, Figuren und Fratzen hat der kauzige Pfarrer in den Küstengranit geschlagen und damit die Legende rund um die Familiendynastie Roteneuf bewahrt. Neben zerklüfteten Klippen formt die 120 Kilometer lange Smaragdküste weite Buchten, in die sich feinsandige Strände einbetten. Die Perlen an einer Kette reihen sich behäbige Urlaubsörtchen an die Côte de Merode, dieses Juwel des Nordens. Der Golfstrom sorgt für ein mildes Klima und der stetige Wind macht die Küstenlinie zu einem Dorado der Surfer und Segler. Der Leuchtturm vom Cap Friel wirkt auf die Sommerurlauber wie ein Magnet.
Den Grundstein hatte der königliche Baumeister Vauban 1702 legen lassen. Hier drehten sich knapp 120 Jahre später die ersten Parabollinsen der Welt. Das von schäumender Gischt umtoste Kap ist mit einer einzigartigen Heide- und Torfvegetation überzogen, die je nach Jahreszeit ihr Farbkleid wechselt. An klaren Tagen reicht der Blick über den Ärmelkanal bis zu den englischen Chausseeinseln. Vor den Füßen stürzen sich die grau-rosa Sandsteinklippen 70 Meter tief hinab in die blauen Fluten, die tosend gegen die Felsen branden. Ein idealer Nistplatz für Seevögel, die sich auf den Klippen ungestört von Feinden zu Tausenden angesiedelt haben. In der steifen Brise des Atlantiks trotzt das beeindruckende Klippenpanorama mit dem Felsen Grande Fauconnière im Vordergrund. An den Felswänden tanzen Möwen im Aufwind der Thermik. Weißer Strand, rosa Sandstein und der Duft der Seekiefern begleiten den Wanderer auf seinen Wegen entlang der Küste. Hier spielt die Bretagne alle Farbreize aus. Die Côte de Merode, die Smaragdküste, macht ihrem Namen alle Ehre und funkelt in hellem Grün. Tatsächlich war die Benennung nach dem Edelstein nur eine Antwort auf die Côte d'Azur, die blaufarbene Konkurrenz im Süden. Die Strände von Val-André, Erquille und Sable d'Or stehen ihren Gegenspielern am Mittelmeer in puncto Schönheit jedenfalls um nichts nach. Doch die Küste mit ihren weit ins Meer hinausragenden Landzungen, sanft abfallenden Steinplateaus, aber auch gefährlichen Riffen, war nicht immer ein Ferienparadies. Generationen haben hier vom Fischfang gelebt. Noch vor 100 Jahren segelten die Fangschiffe jeden Sommer bis nach Island und vor die Küste Neufundlands. Heute liegen die Kutter meist im Hafen, wenn sie nicht bereits verschrottet wurden. Selbst in Paimpol, einst Hochburg der Islandfischerei, neigt sich die 100-jährige Tradition der Grande Pêche dem Ende zu. Die Fassaden der Häuser im Altstadtkern haben sich ihre charakteristischen Merkmale erhalten. Aber die Restaurants wenden sich mit ihren Galette, Crêpe und Fruits de Mer nicht mehr an die bärtigen Männer mit wettergegerbten Gesichtern. Stattdessen orientieren sich auch hier die Geschäfte an den Interessen der Sommerurlauber auf der Jagd nach dem idealen Souvenir. Die Erinnerung an die harte Zeit der Hochseefischerei lebt in der ungeschönten Saga Die Islandfischer des französischen Schriftstellers Pierre Loti weiter. Wenn der Winter zu Ende ging, erhielten die Fischer gemeinsam im Hafen von Paimpol den Segen für die Fangreise. Dann fuhr die ganze Flotte hinaus und ließ das Land leer von Ehemännern, Liebhabern und Söhnen zurück. Witwenkreuze heißen die Steinsäulen am Ende der Landzungen. Dort, wo die Frauen am Ende der Fangsaison manchmal vergeblich nach ihren Männern Ausschau hielten, da, wo die Witwen ihren Ängsten und Tränen freien Lauf lassen konnten. Disparu en mer, im Meer verschollen. Die Friedhöfe entlang der Küste sind voll von Gräbern junger Männer. Bei Paimpol teilt eine unsichtbare Grenze die Region in die Haute- und Basse-Bretagne. Hier, wo noch manchmal keltisch gesprochen wird, tritt die urwüchsige Bretagne hervor. Armor nennen die Bretonen ihr Land am Meer. Analog heißt das Nordküstendepartement westlich der Smaragdküste seit einigen Jahren Côte d'Armor. Auf dem zentralen Platz von Tréguier steht eine Statue zu Ehren des Schriftstellers Ernest Renan.
Mit seiner rationalen Deutung der Jesusgeschichte hat er sich in seiner tief religiösen Heimatstadt allerdings keine Freunde gemacht. Tregear war im Laufe seiner Geschichte immer ein geistliches Zentrum und hat diese Identität bis heute bewahrt. Die mächtige Kathedrale Saint-Tugdal ist dafür sichtbares Zeichen. Im 9. Jahrhundert war die Stadt einer der 9 Bischofssitze des Herzogtums Bretagne. Dem Handel und Wandel war die Bevölkerung noch nie aufgeschlossen. Bis heute leben die frommen Bewohner vor allem vom religiösen Geschäft. Ernest Renan beschrieb seinen Heimatort als ein einziges großes Kloster. Die Gwenhadu, die schwarz-weiße bretonische Flagge, steht hier über der französischen und gehört ebenso zum Nationalbewusstsein wie die einst verbotene bretonische Sprache. Wenn sich das Meer wieder hinter den Horizont zurückzieht und die Schiffe hilflos auf dem Trockenen liegen, schlägt die Stunde der Wattfischer. Mit Eimern und Rechen bewaffnet kombinieren sie die 2 Urüberlebensformen, Jagen und Sammeln. Auf der Suche nach den Schätzen des Meeres stoßen sie bei ihrer Pêche à pied, dem zu Fuß Fischen, auf Teppichmuscheln, Seespinnen, Schwimmkrabben und Garnelen. Die Küste wechselt hier schnell und oft ihr Aussehen. Nur wenige Kilometer weiter dominiert die grüne Heidelandschaft das Bild. Hortensien setzen in den Gärten der schiefergedeckten Anwesen Farbakzente. Eingerahmt von 2 mächtigen Granitfelsen spiegelt sich am Aussichtspunkt Le Gouffre ein einsames Häuschen im seichten Wasser des Salzweihers. Die augenscheinliche Idylle der besonderen Lage macht das Häuschen zum meist verewigten Fotomotiv der Bretagne. Die Menschenmassen verteilen sich spätestens an der weitläufigen rosa Granitküste rund um Plumanach und Trégastel. Der warme Golfstrom sorgt für mildes, fast mediterranes Klima, während die Landschaft mit ihren herrlichen Strandbuchten den passenden Rahmen für ein Badeparadies spannt. Weil das benachbarte Seebad Perrot-Guirec mit zahlreichen Hotels aufwartet, zählt der kleine Strand von Plumanach noch zu den wenigen Geheimtipps an der Côte d'Armor. Ein auch für Kinder sicheres Baderevier mit optisch eindrucksvollem Panorama. Allerdings ist nur bei Ebbe reichlich Platz für Strandgänger. Plumanach eignet sich auch als Ausgangspunkt für einen Spaziergang durch die bizarr geformte Steinwelt der rosa Granitküste, an der sich die Fluten des Atlantiks brechen. Dramatisch wirkt die Kulisse, wenn die untergehende Abendsonne die rosa Granitsteine aufglühen lässt. Die stetige Erosionskraft von Wind, Wasser und Salz hat bizarre Felsskulpturen geschaffen, denen die einheimischen Namen gaben wie der Kuss, der Schildkrötenkopf, oder die Hexe. Im 5. Jahrhundert war aus dem Dunst des Ärmelkanals eine ganze Armada von Schiffen aufgetaucht. Es waren Briten auf der Flucht vor den Iren, den Schotten und den wilden Angelsachsen. Mit Gewalt schufen sie hier ihre neue Heimat. Kleinbritannien, La Petite Bretagne. Ihr Eindringen veränderte das soziale Gefüge grundlegend und dauerhaft. Das frische Blut der Kolonisten brachte neues Leben in den vom römischen Joch ausgebeuteten gallischen Landstrich.
Zwei Jahrhunderte lang landeten an der amerikanischen Küste Fischer, Bauern, Handwerker, vor allem aber Priester und Mönche an, die das Christentum nach Gallien trugen. Aus ihnen wurden Führer und später Heilige eines neugeborenen Volkes. Bis heute verehren die Bretonen Heilige, die nicht mal in den Archiven des Vatikans zu finden sind. Der Leuchtturm von Meyenruz sieht aus wie der abgelegte Turm eines Schachspiels, Ton in Ton mit der skurrilen Steinwelt der Côte du Granit Rose. Die hohen Schutzzölle und die Kontinentalsperre Napoleons ließen im 19. Jahrhundert den illegalen Warenaustausch anschwellen. Um den Schmugglern leichter auf die Spur zu kommen, legten die Zöllner einen Küstenpfad an. Heute bietet sich der Sentier des Douaniers als idealer Spazierweg durch das zerfurchte Felsenchaos an. Mitten in den Felsen duckt sich die Villa Kervel, die einst dem weltberühmten Architekten Gustave Eiffel gehörte. Im zarten Licht der Abendsonne genießen die heutigen Besitzer, typisch französisch, einen kleinen Champagnerumtrunk. Bourgeoises Wochenendglück am Meer. Gleich hinter Plumanach lohnt sich ein Abstecher nach Pleumeur-Baudou. Hier ragt der 8 Meter hohe Menhir von Saint-Duzec auf, ein Erbe der Megalithkultur. Weil den Priestern des 17. Jahrhunderts die Verehrung des uralten Steins ein Dorn im Auge war, integrierten sie ihn in die christliche Glaubenswelt. Sie ließen ein Kreuz aus der Spitze meißeln und ritzten die Passionsgeschichte in den mächtigen Stein. Die Kraft der alten Götter wirkte nun im Sinne der neuen Kirche. Der Glaube ist noch immer ein Eckpfeiler im Leben der Bretonen. Bedroht von den Urgewalten des Meeres und gebeutelt von den Wechselfällen der Geschichte, suchten sie überirdischen Schutz. Allgegenwärtige Denkmäler und Zeugen sind die typisch bretonischen Calvaire. In schweren Granit banden naive Künstler die Botschaften des Evangeliums. Für die Pfarrer des 16. Jahrhunderts wurden die steinernen Bilderbücher zum perfekten Anschauungsobjekt im Kampf gegen die fantasiereiche und tief verwurzelte Legenden- und Sagenwelt der Bretonen. Man mag sich vorstellen, wie den Gläubigen ein kalter Schauer über den Rücken lief, wenn der Pfarrer in seiner Predigt unter freiem Himmel mit dem Zeigestab die Leiden Jesu lebendig werden ließ. Wie die meisten Kalvarien entstand auch der von Plougastel zum Dank für die Abwendung der Pest nach 1598, die Europa entvölkerte. Für große Kathedralen fehlte der armen Bretagne das Geld. Das Kirchenschiff ist meist bestimmt vom handwerklichen Geschick der Schiffsbauer. Die unzähligen bretonischen Heiligen werden von der Kirche auch hier stillschweigend geduldet, wie Saint-Herbaut, der Hüter der Tiere. Nur der heilige Yves findet sich im römisch-katholischen Namenskalender wieder. Schon immer pflegten die Bretonen ihre Eigenheiten. Aus Sorge um die nationale Einheit hatte Paris das Bretonische, eine uralte keltische Sprache indogermanischen Ursprungs, bis 1951 verboten. Die Stadt Morlaix im Finistère ist überspannt von einem mächtigen Eisenbahnviadukt. Unter ihm duckt sich die Altstadt mit von Alter gebeugten, schiefergedeckten Fachwerkhäusern. Aus Rache für die Plünderung ihrer Stadt Bristol waren 1522 englische Segler vor Morlaix aufgekreuzt.
Zur Überraschung der Engländer war die Stadt wie ausgestorben. Ohne auf Widerstand zu stoßen, plünderten sie diese und feierten ihren Sieg mit einem großen Zechgelage. Doch die Bürger von Morlaix hatten die Stadt nur kurz wegen einer Veranstaltung verlassen. Als sie auf die betrunkenen Engländer stießen, hatten sie leichtes Spiel. Wer nicht fliehen konnte, wurde umgebracht. 18 Jahre zuvor hatte die Königin Anne de Bretagne die damals aufstrebende Stadt im Rahmen einer Wallfahrt besucht. Das Haus, in dem sie übernachtete, steht noch heute. Groteske Figuren zieren die Fachwerkfassade. Die letzte große Bauwelle nach dem Zweiten Weltkrieg hat die gegenüberliegende Seite des Viadukts einschneidend verändert. Breite Avenuen und klotzige Häuserzeilen beherrschen hier das Bild. Landeinwärts, wo Kühe auf den sattgrünen Wiesen weiden und Felder bestellt werden, liegt das Argot, das Land der Wälder. Über die Hügelketten verteilt liegen Einsiedeleien, stille Dörfer, vor allem aber wuchert dichtes Grün. Bis ins Mittelalter breiteten sich hier überall Wälder aus, in deren schattig dunklen Schlupfwinkeln Priesterinnen und Druiden den Willen der Götter deuteten. Mit den Kelten verschwanden auch die Wälder. 90% wurden abgeholzt. Erst von den Römern, dann von den Mönchen der Abteien. Zuletzt befeuerte das Holz die Schmelzöfen der Stahlwerke und damit den Fortschritt im 19. Jahrhundert. Doch das keltische Sagengut lebt im Hochwald des Huelgot fort. Irgendwo in den Tiefen des Blätterdaches versammelte König Artus die berühmte Runde der Ritter reinen Herzens, um Gutes zu stiften und den Heiligen Gral zu finden. An nebligen Tagen, so glauben die Alten, schwebt die Fee Dahut durch das Grün. Die Seelen ihrer ausgezehrten Liebhaber gurgeln in den Abgründen des Felsenmeeres. Um diesen Zauberwald von Brocéliande ranken sich unzählige mythische Geschichten. In einem Land ohne Sagen, so ein Sprichwort der Bretonen, frieren die Herzen. Tatsächlich waren sie letzter Zufluchtsort eines Volkes, das sein Schicksal nie so recht in den Griff bekommen hat. Zumindest im Reich der Fantasie konnten ihre Feinde ihnen nichts anhaben. Allein die katholische Kirche bemühte sich, den keltischen Mythen von Feen und Zauberern aus dem Wald Konkurrenz zu machen. Die meisten dieser einzigartigen, umfriedeten Pfarrhöfe finden sich dicht gedrängt hier im Nordwesten der Bretagne, zwischen Morlaix und Landerneau. Ein frommer Wettstreit bescherte der kleinen Gemeinde von Gimilliot einen eindrucksvollen Calvaire. Ehrfurcht führte die Meißel ländlicher Künstler. Ihre Modelle wählten sie aus der nächsten Umgebung. Hin und wieder begleiten Dudelsäcke Jesus zur Schädelstätte Golgatha. Die Kleiderordnung orientiert sich an der Mode des 17. Jahrhunderts. Massig, feierlich und düster sind die Kalvarien, Denkmäler frommer bretonischer Kunst. Angetrieben vom Ehrgeiz, die Nachbargemeinde zu überbieten, wuchs auch in Saint-Thégonnec hinter dem Triumphtor ein protziges Enclos paroissial heran. Der fromme Krieg der Gemeinden finanzierte sich aus dem Gewinn des Flachsanbaus und dem Geschäft mit dem Segeltuch, das reichlich Geld in die Kassen der Gemeinden brachte. Mit 40 Figuren ist der Calvaire nicht so üppig wie sein Gegenstück in Gimilliot. Dafür wirken die Personen in diesem steinernen Bilderbuch der Bibel lebendiger. Verkündigung, Einzug nach Jerusalem, Abendmahl und Auferstehung. In der Mitte erhebt sich stets die Kreuzigungsszene. Christus am Kreuz, daneben Gestas und Dismas, die reuigen Schächer. Entlang der Mündung der Pensee führt der Weg zurück ans Meer nach Roscoff.
Das ehemalige Korsarennest hat sich heute auf den Handel mit Frühgemüse, den Fährverkehr nach England und den Fischfang spezialisiert. Die Gegend trägt den Namen Ceinture Dorée, goldener Gürtel. Fruchtbarer Boden, der intensiv für den Gemüseanbau genutzt wird. 2/3 der bretonischen Artischocken werden hier geerntet. Im 16. Jahrhundert noch ein verrufenes Piratennest, gründete der Reichtum der Roscoviter 300 Jahre später auf dem Verkauf von rosa Zwiebeln. Wegen der höheren Gewinnspanne segelten sie mit ihrer Ware zu den englischen Inselnachbarn, was ihnen den Namen Onion Boys oder Glöckchenreißer einbrachte. Letzteren wegen ihrer lautstarken Verkaufstouren von Haustür zu Haustür. Überragt werden die grauen Granithäuser vom ungewöhnlichen Renaissance-Glockenturm der Kirche Notre-Dame de Corazbase. Der Bischof hatte verboten, auf ihrem Grund und Boden eine Kirche zu errichten. Die schlauen Korsaren schleppten Steine und Lehm in die Bucht und schütteten so neues Land auf. Darauf konnten sie ihr Gotteshaus bauen. Die gläubigen Freibeuter schmückten die Fassaden mit Segelschiffreliefs und 2 Kanonen, drohend nach England gerichtet. Die Korsaren aus Saint-Malo suchten in Roscoff Erholung. Im hiesigen Wasser und Klima heilten ihre Wunden schneller. Jahrhunderte später entstand daraus die Thalassotherapie. Tief im Westen wird die See rauer, die Klippen tückischer. Hier ist das Meer ein gefürchtetes Element, das schon viele Menschen, ja sogar Städte, verschlungen haben soll. Eine ganze Batterie von Leuchtfeuern sicherte daher schon seit Generationen den Küstenstreifen des Pays de Lyon. Einst waren es Mönche, die den Booten mit großen Feuern den Weg wiesen. Aus den Ruinen einer solchen, im Wortsinne wegweisenden Abteikirche, ragt heute die moderne Leuchtturmanlage Saint-Mathieu. Das 37 Meter hohe Leuchtfeuer sichert den Eingang zur Bucht von Brest. Glaube, Hoffnung und Technik verschmelzen hier zu einer Einheit. Am Horizont erhebt sich eine Inselgruppe, die zum Naturpark Armorica zählt. Noch weiter westlich ragen die Klippen der Île d'Ouessant auf. Danach wogt bis Amerika nur noch der Atlantik. Mehr als 60.000 Schiffe passieren im Jahr das tückische Gewässer mit seinen starken Strömungen, Klippenfeldern, Riffs und Untiefen. Wer Ouessant sieht, sieht sein Blut, lautet daher ein Sprichwort der Matrosen. Um Katastrophen zu verhindern, hat Frankreich in eines der aufwendigsten Signalsysteme der Welt investiert. 111 Leuchttürme und ein kompliziertes Geflecht aus Echolot, Radar und GPS sichert heute den Küstenverkehr. Am südwestlichen Ende der Bretagne übernimmt der Phare d'Ecmul, ein Riese von 65 Metern Höhe, diese Aufgabe. Benannt wurde der Leuchtturm nach einem General Napoleons, der 300.000 Francs für den Bau stiftete. Nachdem die Warteschlange am Eingang überwunden ist, windet sich eine Wendeltreppe 307 Stufen steil hinauf zur Plattform. Der atemberaubende Aufstieg wird mit einem einzigartigen Panoramafernblick über die Küstenlinie belohnt. Die Ortschaft an der Pointe Saint-Genolé scheint sich baumlos vor den Stürmen ungeschützt zu ducken. Die Untiefen machen das Gewässer zu einem tückischen Revier. Selbst das Meer scheint mit den aufragenden Klippen zu kämpfen. Sogar an ruhigen Tagen branden die Wellen gegen den harten Granit, die Gischt brodelt. Über Jahrtausende hat das unablässig nagende Meer dem Urgestein die Spitzen genommen, die Klippen geschleift und die Küste in ihre ungewöhnliche Form gebracht. Musik.
der Pointe du Raz grenzt sich Frankreich endgültig zum Atlantischen Ozean ab. Hier gebot die See lange Zeit den Expansionsgelüsten der Völker Halt. Nomadisierende Stämme hatten ganz Asien und dann Europa auf der Suche nach der Wiege der Sonne durchstreift. Die Pointe du Raz, das Ende des europäischen Festlandes. Für die Kelten und Römer das Ende der Welt. Abgeleitet aus dem Lateinischen heißt die Region noch heute Le Finistère. An diesem Kap, so pflegen die Fremdenführer den Besuchern unermüdlich zu wiederholen, ertranken schon mehr Seeleute, als ganz Frankreich Einwohner zählt. Früher ein Ort der Gefahr und der Legenden, ist die Pointe du Raz heute ein Pilgerziel der Massen. Die Halbinsel Cisin endet in einem Felsen, der wie ein Sporn in die schäumende See hinausragt und sich fast 100 Meter über das Meer türmt. Das Kap setzt sich in mehreren Riffen fort. Aufgereiht wie stramm stehende Soldaten trotzen drei weitere Leuchttürme den Elementen und weisen den Weg durch das tückische Felsengewirr. Erst weit im Westen versinkt das Urgestein nach der Ile de Sein endgültig im Meer. Danach folgt die eigentliche Faszination dieses Ortes, die überwältigende Weite des Ozeans. Kilometer landeinwärts, wo sich die Flüsse Ster und Odé vereinigen, liegt Quimper, die Hauptstadt des Finistère. Die Bischofs- und ehemalige Residenzstadt der Cornouailles zählt zu den bretonischsten der größeren Städte. Im Zentrum ragt ein Musterbeispiel der Renaissance und das Wahrzeichen der Stadt auf. Die Türme der Kathedrale Saint-Corentin, eingerahmt von gepflegtem Fachwerk. Bekannt ist Quimper auch für seine Fayencen. Handbemalte Porzellannippes mit überlieferten Motiven, wie sie schon das Bürgertum des ausgehenden 19. Jahrhunderts schätzte. Heute ist Quimper mit seinen zwei Manufakturen die letzte Fayence-Stadt der Bretagne. Auch kulturell ist immer etwas geboten. Zum Festival de la Cornouaille im Juli strömen Musik- und Folkloregruppen aus der ganzen Bretagne in die Stadt. Eine Woche lang hallt der Klang der traditionellen Bombard- und Dudelsackbläser durch die Gassen und über die Plätze. Im Südwesten der Bretagne sind die alten Traditionen länger erhalten geblieben. Die Touristenströme zieht es mehr in den Norden. Zwei der drei größten Fischereihäfen Frankreichs sind hier angesiedelt. Die Erinnerung an die große Zeit der Sardinenjagd ist noch immer allgegenwärtig. Auch wenn sich nur noch knapp 40 Schiffe jedes Jahr zur Grande Pêche aufmachen, 40% des französischen Fischgeschäfts werden in der Bretagne gemacht. Zahlreiche Museen, wie hier in Concarneau, erzählen lebendig die Geschichte der Atlantikfischerei, die Land und Leute bis heute prägt. Während die Fangschiffe aus Concarneau eher auf die 20 Tage dauernde Grande Pêche spezialisiert sind, hat sich in Guilvinec die tägliche Pêche Côtière oder die dreitägige Pêche au Large durchgesetzt. Das kleine Städtchen ist einen Umweg wert, ist es doch ein Zentrum des französischen Fischerhandwerks. 131 Trawler ziehen jährlich knapp 20.000 Tonnen Fisch aus dem Meer. Nachmittags gegen 4:30 laufen die Boote mit fangfrischer Ware ein. Im Minutentakt legen die Trawler an und entladen ihre Beute. Wegen der Fangquoten achten die Fischer statt auf Quantität heute mehr auf Qualität.
Die Kisten kommen anschließend in die Crier, die große Fischauktionshalle, die einmal täglich zum wirtschaftlichen Mittelpunkt von Guilvinec wird. Pensionierte, wettergegerbte Fischer übernehmen das Wiegen der Ware. Das Handwerk hat sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Die Globalisierung hat auch hier Wirkung gezeigt. Um am Markt mitzuhalten, mussten die Abläufe effizienter werden. Sortiert nach den einzelnen Booten werden die Kisten aufgereiht. Noch vor wenigen Jahren fand das Spektakel am Quai statt. Hinter den Kisten brachte der Auktionator laut rufend Angebot und Nachfrage in Einklang. Dieser Marktschreier gab den Auktionen den Namen. Crier ist das französische Wort für Schreien. Heute bestimmt moderne Technik die Fischbörse. Auf den Anzeigetafeln wird der Preis heruntergezählt, bis einer der zugelassenen Händler über eine Fernbedienung sein Kaufinteresse bekundet. Im Sekundentakt werden so die Kisten für Restaurants, Supermärkte, Konservenfabriken und Großhändler versteigert. Für die Händler heißt es telefonieren, rechnen, vergleichen und wieder rechnen. Das Prinzip ist letztlich das gleiche wie an der Wall Street. Nur, dass es in New York nicht so gut riecht wie hier, meinen die beteiligten Händler. Der verkaufte Fisch wird schnell weitertransportiert. Entweder in die Restaurants der Umgebung oder nach Rungis, dem großen Lebensmittelumschlagplatz in Paris. Was nicht verkauft wird, dürfen sich die Altgedienten mit nach Hause nehmen oder es wird an die umliegenden Waisenhäuser gespendet. Nach weniger als einer Stunde ist das Geschäft gelaufen und die fangfrische Ware in Kühlwägen verfrachtet. Über den Hafen von Guilvinec dagegen legt sich wieder die Ruhe der beschaulichen Provinz. Es lohnt sich am Straßenrand nach Ankündigungen für eine Fête Nose, ein abendliches Dorffest, Ausschau zu halten. Mit dem bretonischen Dreierlei von Cidre, Crêpe und Musik wird in den Abend hinein gefeiert. Nationalgericht ist hier die Mehlspeise, die süß als Crêpe und salzig als Galette gereicht wird. Gefüllt mit Schinken, Käse und Ei gibt es eine Komplett. Bretonen pflegen ihre Folklore und sind stolz auf sie. Die Musik ist dabei unüberhörbar englischen Ursprungs. Die Töne der Dudelsäcke wechseln sich ab mit dem Bombardon, einer Art Oboe. In den Trachten spiegelt sich dagegen der französische Einfluss. Ihre Ursprünge sind erst im 18. Jahrhundert zu finden. Davor trugen die Menschen hier kaum mehr als Lumpen. So bäuerlich und züchtig wie die Trachten sind auch die einfachen Tänze. Die verhaltenen Bewegungen bringen heute noch das schwere Dasein ihrer Vorfahren zum Ausdruck. Verschanzt hinter mächtigen Mauern mit wehrhaften Türmen hat Vannes seine Altstadt versteckt. Die Bezirkshauptstadt des Morbihan lässt in ihrem Kern das Mittelalter erahnen. Den zwei derben Figuren an einem Stadthaus gab der Volksmund den Namen Vannes und seine Frau und kürten sie so zu einem beliebten Fotoobjekt. Die Fachwerkfassaden werden von der gewaltigen Kathedrale Saint-Pierre überragt. Ihre Baugeschichte reicht bis in die Romanik des 12. Jahrhunderts zurück. In einer Rundkapelle liegen die Reliquien des spanischen Dominikanerpaters Vincenç Ferrer.
Seine populistischen Schmähpredigten lockten Tausende und machten ihn berühmt. So sehr, dass der Bischof von Vannes die Knochen des Bußpredigers jahrelang versteckte. Vom spanischen König Philipp II. Gedungene Reliquiendiebe kehrten so mit leeren Händen zurück. Die berühmteste Wallfahrtskirche aber ist die Basilika der Sainte-Anne im kleinen Örtchen Auray. Jeder gläubige Bretone muss sie wenigstens einmal, so ein Sprichwort, tot oder lebendig aufgesucht haben. Im Jahre 1624 findet der einfache und fromme Dörfler Nicolas Sieg nach einer Vision eine Holzfigur im Acker, die der Bischof als Abbild der heiligen Anna identifiziert. Natürlich war dies ein Wunder. Und wie in der Vision dem Bauern befohlen, wurde am Fundort eine Kapelle errichtet. Immer mehr Menschen pilgerten zur Kirche, der Klingelbeutel klimperte. Bis heute haben sich die großartigen Wallfahrten erhalten. Das Lichtermeer der Kerzen erlischt hier nie. Weitaus älter sind die Kulte, die in grauer Vorzeit in Karnak gefeiert wurden. Als Cäsar mit seinen Legionen bis hierher vordrang, ragten die mysteriösen Steinreihen bereits seit 2000 Jahren aus dem Boden. Über 4000 Steine. Nirgendwo finden sich auf derart engem Raum so viele steinerne Zeitzeugen aus der Megalithkultur. Weder die Wissenschaft noch die Fantasie entriss ihnen bislang ihr Mysterium. Kultstätten, Opferstätten, Observatorien. Inzwischen gibt es fast so viele Theorien wie Steine. Ihre Faszination aber war durch die Zeiten so stark, dass niemand, nicht einmal die christliche Kirche, ihre Zerstörung wagte. Auch um den Golf von Morbihan, das kleine Meer, ranken sich uralte Mythen. Bretonische Legenden berichten von traurigen Feen, die vor den Menschen fliehen mussten. Mit ihren Tränen setzten sie das Land unter Wasser. Ihre Haarkränze verwandelten sich in 365 Inseln, für jeden Tag des Jahres eine. In der ungewöhnlichen Landschaft greifen Meer und Land tief ineinander, leben die Bewohner vom und mit dem Rhythmus der Gezeiten. Napoleon begann im 19. Jahrhundert mit dem Bau eines Kanalnetzes, um den Seeweg um die Bretagne herum und damit die Konfrontation mit den Engländern zu meiden. Heute tuckern nur noch Hausboote auf dem kleinen Canal du Blavet. Bei Josselin ragen am Ufer stumme Zeugen aus der Vergangenheit auf. Hohe Mauern aus grauem Stein. Das wehrhafte Schloss Josselin. Abweisend zur Kanalseite zeigte sich zur Stadt hin verspielt mit reich geschmückter Prachtfassade. Von dieser Seite betrachtet zählt es zu den schönsten Schlössern der Bretagne. Die besten Steinmetze meißelten filigrane Ornamente, hauchdünne Spitzen und dämonische Wasserspeier aus dem dunklen Granit. Seit 600 Jahren ist das Schloss im Besitz der Familie Rohan, die noch heute das Schloss bewohnt. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Eintrittskarten helfen, den Erhalt der altertümlichen Residenz zu finanzieren. Rückblende ins Jahr 1491.
Mehrere Potentaten buhlen um die Hand der 12-jährigen Herzogin Anne de Bretagne und vor allem um ihr Land. Der französische König Karl VIII. Schleicht sich in die von ihm belagerte Stadt Rennes, dringt in ihr Schlafgemach ein und macht Anne dieser heiß umworbenen Partie einen Heiratsantrag. Noch im gleichen Jahr findet, sehr zum Verdruss Deutschlands, Englands und Spaniens, die Hochzeit statt. Die Bretagne verlor damit zwar ihre Unabhängigkeit, doch Anne wusste zahlreiche Vergünstigungen für ihre Heimat durchzusetzen. Die Krönungszeremonie wurde in der Kathedrale Saint-Pierre zelebriert. Rennes stand eine blühende Zukunft bevor. Von den mittelalterlichen Fachwerkhäusern der Altstadt ist wenig geblieben. Ein betrunkener Handwerker löste Anfang des 18. Jahrhunderts einen Großbrand aus, der 5 Tage wütete und fast ganz Rennes in Schutt und Asche legte. Nur 2 Jahre später begann ein groß angelegter Wiederaufbau. Der Pariser Architekt Jean Gabriel plante am Reißbrett ein ausladend offenes Stadtbild mit monumentalen Palästen. Um den kostspieligen Wiederaufbau zu finanzieren, wurden erstmals Wohnhäuser apartmentweise an zahlungskräftige Bürger verkauft oder vermietet. Der Justizpalast ist dagegen ein Jahrhundert älter und war als Zeichen gegen die absolutistische Herrschaft des Königs gedacht. Hier sprach die bretonische Aristokratie ihr eigenes Recht. Hier tagte das bretonische Parlament. Das Geld für den Bau wurde durch eine eigens eingeführte Wein- und Zidersteuer eingetrieben. Auf dem Rathausplatz wölbt sich der neoklassizistische Rundbau des Stadttheaters. Gegenüber der gedrungene Glockenturm des Rathauses. In der Nische stand seit 1911 ein Monument für den Ergebenheitsschwur der Bretagne gegenüber Frankreich. Nach 20 Jahren sprengten bretonische Separatisten das verhasste Symbol. Seither ist die Nische leer. Früher galt die Hauptstadt der Bretagne als provinziell und langweilig. Doch seit dem Krieg hat sich die Zahl der Einwohner verdoppelt. Mitte des 20. Jahrhunderts entstand ein modernes Citroën-Werk und die beiden Universitäten der Stadt zählen inzwischen 60.000 Studenten. Gerade das frische Blut hat Rennes zu einem lieu branché, zu einer weltoffenen, angesagten Stadt gemacht, die jugendliches Flair versprüht. Anders als in Paris ist das Leben in Rennes noch bezahlbar. Die Innenstadt hat die höchste Dichte an Cafés und Bartheken in der Region. Rennes wurde zur dynamischsten Stadt Frankreichs gewählt. Sein modernes Gesicht zeigt Rennes in der Südstadt. Hier finden sich die Fassaden aus der Bauwelle der Neuzeit, als es galt, die Lücken zu schließen, die die Bomben des Zweiten Weltkrieges gerissen hatten. Geglückte Beispiele urbanen Bauens. Aber allen Einflüssen der Neuzeit zum Trotz hat sich Braise, wie die Einheimischen ihr Land liebevoll nennen, seinen ursprünglichen Charakter bewahrt. Die alten Legenden und Traditionen wurzeln tief in den vielfältigen, oft archaisch anmutenden Landschaften. Geboren wurden ihre Sagen und Mythen in den dichten Wäldern, dem Argot, und an den zerklüfteten Küsten, dem Armor. Die Menschen wurden vom harten Leben mit den Urgewalten geformt. Daher rührt der Stolz, den schon der römische Feldherr Cäsar anerkennend beschrieb. Ihre Kraft schöpfen sie aus ihrer langen Geschichte und der Verbundenheit mit der überwältigenden Natur.
Himmelstheater mit schnell wechselnder Dramatik. Wolkenkulissen, geschoben vom Wind, der sich über das Meer ungebremst seinen Weg zur Küste der Normandie bahnt. Ungezügelte Natur, von Malern wie Claude Monet neu in Ausdruck, Technik und Farbe interpretiert. Schroffe Klippen, Felsbarrieren, im wechselnden Licht einer launischen Sonne. Der Impressionismus wurde der Natur ebenso gerecht wie dem mondänen Leben vor den Toren von Paris. Die betuchte Großstadtgesellschaft entdeckte im 19. Jahrhundert gemeinsam mit den Malern die Schönheit der normannischen Küste. Man reiste bevorzugt an das raue, markante Land am Meer im Norden Frankreichs. Das Felsentor bei Etretat wurde zum Sinnbild, oft gemalt und unzählige Male fotografiert. Hinzu kamen die Sandstrände rund um Deauville, die sich im Sommer zu Bühnen der feinen Gesellschaft wandelten. Die Mischung aus Casino und Badevergnügen erwies sich als Erfolgsrezept. Adel und Jetset aus England okkupierten die Strände. Ganz anders das Gesicht der Normandie im Westen. An der Grenze zur Bretagne wird die Küste schroffer und urtümlicher. Entlang der Calvados-Küste rosten die Erinnerungen an die düstere Zeit von Besatzung und Krieg, unter der dieser Land